Tür auf. Dürfen wir vielleicht ein paar Fragen stellen? Ja, sehr gerne. Ich freue mich drauf. Was spielen Sie in Ihrer Freizeit? Momentan spiele ich ganz viel Tennis. Habe jetzt wieder angefangen, nachdem ich länger nicht mehr gespielt habe. Deswegen tut mir jetzt auch das Kreuzweh von gestern. Wie alt sind Sie? Was schätzt du denn? 20. Ist richtig. Haben Sie Kinder oder Patenkinder? Ja, ein Patenkind, den Tim. Der ist ein bisschen älter als ihr. Wo haben Sie als Kind gewohnt? Gar nicht so weit weg von hier. Wenn man jetzt hier nach unten den Berg runterfährt, dann hinter dem Friedhof in der Peter-Hinlein-Straße. Achso, okay. Mit wie vielen Jahren wurden Sie Bürgermeister? Ja, wenn ich jetzt 20 bin, dann war ich da 11. Aber ich bin nicht 20, ich bin älter. Als was haben Sie gearbeitet, bevor Sie Bürgermeister wurden? Da war ich Richter zuletzt. Wieso sind Sie Bürgermeister geworden? Frage ich mich auch. Weil ich gewählt worden bin und weil ich vorher schon im Stadtrat war und dann habe ich mich da aufstellen lassen und dann bin ich wieder durch ein Wunder gewählt worden. Was inspiriert Sie an Ihrem Beruf? Zum Beispiel sowas wie mit euch jetzt. Macht echt Spaß. Wie viele Schulen gibt es in Schwabach? Müssen wir mal durchzählen. 2 Gymnasien, eine Realschule, eine Wirtschaftsschule, eine Berufsoberschule, 4 Grundschulen, 2 Hauptschulen. Jetzt müsste es nur noch zusammenzählen. 11, glaube ich, sind wir jetzt bei 11. Dann gibt es noch das Förderzentrum und dann gibt es noch und so weiter. Internatschule. Wieso gibt es in Schwabach nur ein Schwimmbad? Es gibt ja 2, ein Hallenbad und ein Freibad. Finden Sie Ihren Job schön oder anstrengend? Beides. Was ist? Ich sehe Sie immer nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Haben Sie auch ein Auto? Ja, ich habe privat ein Auto und ich habe auch einen Dienstwagen. Aber da Schwabach ja nicht so groß ist und es ja auch gut ist, ein bisschen Sport zu machen, kann man ganz gut auch mit zu Fuß und mit dem Fahrrad zurechtkommen. Haben Sie eine PlayStation? Nein, aber ich versuche mit meinem Patenkind ab und zu mal zu spielen. Das heißt jetzt aber anders, was es da gibt. Wie heißt das neue Zeug? Xbox. Ah, da gibt es das. Ja, genau. Aber ich stelle fest, dass ich da dann doch etwas überfordert bin, wenn die Autorennen sind und schon fangen zu schnell für meinen Geschmack. Und die Waffen. Genau. Was essen Sie am liebsten? Also gerne esse ich süße Sachen, also so auch so süße Speisen. Kaiserschmarrn oder sowas und sonst aber auch alles, so Schnitzel, Gulasch, alles. Okay. Was möchten Sie in Schwabach im nächsten Jahr ändern? Im nächsten Jahr? Ja, es gibt ganz viele Sachen, zum Beispiel bauen wir einen Kindergarten, erneuern wir den und so in einem Jahr passieren immer ganz viele Sachen auf allen möglichen Ebenen. Zum Beispiel diese große Baustelle vom alten DG, wenn ihr das kennt, wird nächstes Jahr dann fertig, wo eine neue Schule drin reinkommt, die Berufsschule umziehen kann. Also passiert ganz viel. Vielen Dank für das Interview. Vielen Dank, dass ihr euch so gute Fragen überlegt habt.